Und wir sind gleich hoffentlich wieder in der Hafenstadt. Nach diesem Ladebalken. Nach diesem Ladebalken. Dim, 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 dim. Okay. Und da sind wir wieder in der Hafenstadt. Juhu! Hat ja super geklappt, unser Ausflug. So. Aber hier geht der Keller ja noch ein bisschen weiter. Und vielleicht finden wir ja dort die Truhe von Alvaro. Und ein paar andere interessante Dinge. Nein, natürlich nicht. Verdammt. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Na, mit denen kann ich später noch reden, sobald ich dort angelangt bin. Wo war der? Hier war der Schmied. Wahrscheinlich ist seine Truhe dann einfach bei ihm drinnen im Haus. Das wäre auch um einiges wahrscheinlicher eine Goldschmiede. Davon verstehen wir ja nichts. Vom Goldschmieden verstehe ich Sag ich nichts. ja. Aber vom Goldmünzen klauen schon. Vom Schlösserknacken verstehe Du ich hast doch einen nichts. Schlüssel dabei. Auf jeden Fall wird sich Alvaro morgen früh sehr freuen, wenn alles leer Vom ist. Schlösserknacken verstehe ich Alter, du nichts. kannst doch echt gar nichts. Was ist denn das? Eine Heilwurzel. Naja. Kriegen wir langsam aber sicher wieder unseren alten Inventar zurück. Da muss hier irgendwo schlafen. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Trauben und Teller. Drehte sich auf einmal. Stuhl, Apfel. Wir könnten da so viele schöne Sachen mitnehmen. Alvaro und Bürgerin. Keine Truhe. Warum kann ich dann seinen Schlüssel mitnehmen? Käse, Goldmünzen. Und der Typ will durch diese Geschäfte reich werden? Also, das klappt ja super, wenn ich hier 24 Goldmünzen rumliegen habe. Warum klaue ich denn überhaupt schon den Schlüssel? Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Wenn ich damit nichts aufschließen kann. Alvaros Truhenschlüssel. Das heißt doch, da ist eine Alvaro-Truhe. Mann. Wo ist die? Was? Zweihandschwert. Stahlrohling. Hat er wohl nicht gemerkt. Sehr schön. Und wir können immer noch nicht schmieden. Und sind auch nicht wirklich weitergekommen hier. Nur wieder neue Quests. Guten Tag, Marcello. Ich habe von dir schon mal was gehört. Sieh an, ein neues Gesicht. Willkommen im Händlerviertel. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist. Ja. Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Kriegst du aber nicht. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank. Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Ein Beweis für Marcello? Ich glaube nicht, nein. Ich habe sowas leider nicht gefunden. Ich habe stundenlang mit ihm unterhalten und nichts herausgefunden. Es tut mir so unendlich leid. Na, was spazieren wir denn hier herum, Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Nein, habe ich nicht.
Was gibt's hier denn schon Spannendes zu sehen? Jetzt werd mal nicht frech. Wenn du hier herumschnüffelst, um uns zu beklauen, dann kannst du was erleben. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Ich? Nein, um Gottes Willen. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don. Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Ich hörte, ihr haltet einen Schatzsucher gefangen? So ist es. Und er wird auch weiterhin in diesem Haus bleiben. Es sei denn, der Mistkerl redet. Tja, dann kannst du die ganzen Wünsche mal schön auf deinen Wunschzettel schreiben und ihn zum Weihnachtsmann schicken. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers? Denn ich werde mich darum nicht kümmern. Was genau werft ihr ihm vor? Der Kerl ist ein Verbrecher. Er wird hierbleiben, bis wir die 3 Goldschalen haben, die er versteckt hält. Carrasco hat mich angewiesen, den Gefangenen so lange hier zu behalten, bis wir die Schalen in unseren Händen halten. Wie könnte ich dich dazu bewegen, ihn freizulassen? Du willst mich doch wohl nicht etwa bestechen, oder? Das wirkt bei mir nicht. Du wirst dich so lange gedulden müssen, bis ich eine Nachricht von Carrasco bekomme. Erst wenn die Sache mit den 3 Goldschalen geregelt ist, werde ich Olf wieder freilassen. Aha, da haben wir auch seinen Namen fallen gehört. Solange er nicht selbst irgendwie aus dem Fenster fällt oder so, ist es ja noch in Ordnung. Also tatsächlich wird Olf dort festgehalten. Und was ist das? Ach, das ist eine Waage. Ich dachte, das war irgendeine tolle Statue oder so. Ein Huhn. Tilda, guten Tag. Hi. Hallo. Wenn du was kaufen willst, musst du mit Konrad reden. Ich arbeite hier nur. Was machst du hier vor Konrads Haus? Wir haben Konrad jahrelang unsere Erträge verkauft. Und er hat nicht schlecht daran verdient. Ich denke, es ist mehr als gerecht, dass er uns nun aufnimmt. Selbst wenn es nur vor seiner Tür ist. Was kannst du mir über Konrad erzählen? Er hat das Haus voller Vorräte. Aber uns lässt er nicht herein. Er hat keinen Finger für uns gerührt. Nicht mal, als sie unsere Kühe geschlachtet haben. Erzähl mir davon. Die Weißen haben sie einfach mitgenommen. Und was haben wir dafür gekriegt? Ein paar Goldmünzen, die nicht ausreichen, um davon satt zu werden. Aber Konrads Kühe werden verschont. Er hat mit Carlos gesprochen und seine Kühe müssen nicht geschlachtet werden. Pah, Männer. Erzähl mir von dir. Es sind schlimme Zeiten herangebrochen. Wir mussten unseren Hof verlassen. Und meine Söhne sind noch da draußen. Und ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Es sind gute Jungs. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie wohl auf sind. Kannst du mir nicht sagen, wie es meinen Söhnen geht? Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Das könnte ich doch nicht davon abhalten, einen Weg hier rauszufinden, oder? Da hast du natürlich recht. Wenn du mir sagen könntest, wer deine Söhne sind, wäre es vielleicht ein bisschen hilfreich. Denn ansonsten könnte es etwas schwer werden, etwas über sie herauszufinden. Du verstehst? Wegen deinen Söhnen. Wie heißen sie? Wie heißen deine Söhne? Beppo ist der Älteste. Er ist gar nicht erst mit in die Stadt gekommen. Den kenne ich. Hoffentlich ist er nicht den Banditen in die Hände gefallen. Doch. William hat sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Kenne ich nicht. Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Kenne ich, glaube ich, auch nicht. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Ja, schon gut. Was zahlst du, die Söhne von Tilda, was zahlst du denn, alte Frau? Also wirklich, bei so einem schlimmen Schicksal, da kann man ja noch nicht Geld verlangen. Außerdem hat die wahrscheinlich eh nichts. Nee, die beklaue ich nachher irgendwann und dann passt es. Muss ich nicht auch noch es wissen, dass ich das Geld genommen habe. Kann ich überhaupt Taschendiebstahl machen? Nö, ne? Siehst du, dann hat sich das ja erledigt. Ich traf deinen ältesten Sohn, Beppo. Dann lebt er? Ja, er lebt. Er hat einen Job bei den Ruinen. Aber ist das nicht gefährlich? Naja, aber er ist nicht allein. Er hat ein paar starke Kämpfer an seiner Seite. Außerdem
fällt es natürlich viel schwerer, sie zu beklauen, sobald, oder sie auszubeuten, sobald man ein kleines bisschen Bekanntschaft mit ihr gemacht hat. Die ganzen Bauern, die wir da immer beklauen, die kennen wir ja gar nicht, da ist ja egal. Was ist denn mit deinem Mann? Ingvar? Ach, der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Hab und Gut. Na, gutes war's dann. Ja, ich wünsche dir noch viel Glück in deinem Leben und bei der Suche nach deinen Söhnen wünsche ich mir auch viel Glück. Und hier ist wahrscheinlich Doc Konrad zu Hause. Es gibt keinen Grund, hier rumzuschleichen. Halt die Klappe. Ich tu's doch für dich. Beziehungsweise für... Schlösserknacken verstehe ich nicht. Mich, aber... Du wirst dich sicher auch freuen, wenn der Konrad... ein klein wenig ärmer ist, ne? Der hat's ja wahrscheinlich nicht so verdient, nach deinen Schilderungen zu urteilen. Gucken wir doch mal, ob wir ihn eventuell im Schlaf erdrosseln können. Goldmünzen, juhu, seine gesamten Reichtümer und Ersparnisse, seine Altersvorsorge. Da liegt der Konrad. 42 Gold, schwache magische Heilung. Ist ja schon mal was für ein Anfang, ne? Beere, Milch, Zwiebeln, Pfanne. Das ist es nicht so eine geile Ausbeute. Und einen schönen Balkon hat er. Das ist ja sicher schön, wenn er dort morgens frühstückt. Sofern er denn was zu essen hat. Leckeres Beeren-Zwiebel-Frühstück oder so. Oh, die Elsa. Eine Tafel Schokolade, bitte. Puh, und wo geht's hier hin? Wieder runter, ja, super. Ein Ordenskrieger. Ist hier vielleicht irgendein Kraut oder sowas? Anscheinend nicht. Und wo komme ich hier hin? Aber ein Mana-Pilz, den nehme ich mit. Hier geht's wahrscheinlich zu Carlos. Aber wir haben ja eine Einladung. Das heißt, wir sollten da eigentlich unbehelligt reinspazieren dürfen. Und ausrauben können, ne? Doch das machen wir später irgendwann. Denn jetzt mache ich eine Aufnahme... Halt! Kein Zutritt! Mach schon Platz! Carlos hat mich rufen lassen. Tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, okay, schon gut. Du kannst reingehen. Was ist das für ein Gebäude hier? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Oh Gott. Die Zwangsrekrutierten bleiben meistens in der Vulkanfestung oder werden in die Tempelruinen geschickt. Der Wachdienst hier ist zwar auch kein Zuckerschlecken, aber immer noch besser als in den Ruinen verheizt zu werden. Sie haben mich sogar gefragt, ob ich Magier werden will. Naja, bin dann doch Rekrut geworden. Magie liegt mir eben nicht so gut wie der Kampf mit dem Stab. Ich hab den nicht mal angeklickt, will ja nur diese süße kleine Heilpflanze pflücken und diesen Schmetterling betrachten und Johnny quatscht mich einfach an, du darfst hier nicht rein, ich wollte nicht da rein, ich wollte später hier rein, ja? Denn ich wollte jetzt gerade eine kleine Aufnahmepause einlegen und mich von euch verabschieden. Wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann!